Mach mich heute Abi! Heute reagieren wir mal auf das erste Video. Wir haben lange keine Reaction gemacht. Haben wir überhaupt schon mal eine Reaction gemacht? Ob nicht auf dem. Doch, auf dem Hauptkanal haben wir einmal schon. Ja, ich hoffe, der Ton passt auch und so alles. Das ist. Warte, das mache ich ein bisschen lauter. Ja, das ist da wirklich das allererste Video, was ich hier auf YouTube gehabt habe. Was etwas bekannter ist. Und zwar ist das mit Fatih Brate. Also, oder gesagt, Fatihs Welt. Und ja, viele wissen ja, wir machen ja keine Videos mehr. Warum, wenn ich fragen darf? Frag jetzt nicht, warum ich eine Glatze habe. Das haben wir im Stream gemacht. Twitch, Big Brothers. Also, ich habe jetzt seit neuestem eine Glatze. Habe ich gemacht, weil ich wollte so Kinder unterstützen, die eine Glatze haben. Warum kommen eigentlich keine Videos mehr? Fragen die allermeisten. Wollen jetzt wahrscheinlich auch den Grund wissen. Ich glaube, diese Frage werden wir hier heute nicht beantworten, weil. Keine Ahnung, werden wir nicht beantworten, die Frage. Aber wir können euch gerne beantworten, wie es damals alles angefangen hat, wie der Kontakt entstanden ist, dies, das. Und ja, wir reagieren, glaube ich, mal auf ein paar Minuten von dem Video, auf 4-5 Minuten. Willst du erzählen, wie der ganze Kontakt entstanden ist? Damals zu ihm? Also, eigentlich hast du das ja geklärt, weil... Ja, also, theoretisch gesehen. Also, es war so, ich dachte erst, er will mich pranken, mein Bruder, ich bin ehrlich, weil damals auch die Idee, er wollte damals mit seinem Cousin YouTube-Videos machen. Genau. Cousibande, ne? Ja. Mit seinen zwei Cousins. Ja, Stroh, ja, sorry, ja, Cousibande, ich weiß nicht. Und danach dachte ich, er will mich ein Video pranken, heute ja. Ich war halt damals, was heißt Fatih? Ich war nicht ein Fanboy, ich habe halt seine Videos so geguckt, weißt du? Mhm. Ich war sogar damals auf sein Fan-Treffen, das hat er in, wo hat der das? Pipolino hier in Duisburg. Pipolino, da war ich sogar auch, habe sogar ein Bild mit ihm, mit meinen Kollegen gemacht. Ich habe das Bild leider nicht, sonst würde ich das zeigen. Aber eigentlich müssen meine Kollegen das vielleicht noch haben, mal gucken, vielleicht pushen. Falls doch, wird es hier irgendwo eingeblendet. Falls ich das Bild habe, wird es später gemacht, kann ich auch mal eine Insta-Story darüber machen. Und ich war halt ein bisschen Fatih-Fan. Dachte ich, er will mich halt pranken, so, ja, willst du mit Fatih Videos machen? Ja, hab ich ihn halt einfach auch spontan gefragt, willst du mit Fatih Video drehen? Weil, ich kannte halt Fatih durch einen Kollegen so. Und wir hatten uns halt auf Snapchat, haben uns gegenseitig manchmal so geschrieben, hin und her. Und da hat er halt immer gesehen, wie Jan halt immer seine Ausraster geschoben hat bei mir auf Snapchat. Ich habe das immer aufgenommen und habe das immer auf Snapchat gepostet, ja, aber weil ich das lustig fand, so weißt du? Das Ding ist, ich war wirklich früher nicht so toxic. Ich war nur toxic, weil mein Bruder hat mich immer abends aufgeweckt. Weil du in mein Zimmer geschlafen ja, hast. Ja, aber das Ding ist, Leute, früher, wenn ich geschlafen habe, aufgeweckt, ich habe geschrien, aber ich dachte, ich schreie normal. Keine Ahnung, ich war so. Da bin ich immer ausgerastet. Aber ich war früher, also da in dem Video bin ich sehr, sehr toxic. Und ich bin wirklich nicht so eigentlich. Das ist eigentlich auch mittlerweile viele wissen. Manchmal kommen auch Leute, man checkt, boah, du warst früher voll der bla bla bla, jetzt bist du voll korrekt geworden. Ja, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen mehr toxisch als früher, aber früher war ich als Kind, so vor 4 Jahren, das ist schon 4 Jahre her, ne? Mhm. Das war mehr als 4 Jahre, nee, doch fast, ja, okay, 3,5 Jahre. Da war ich halt noch nicht so toxisch, ne? Genau, da hat er mich halt auf Snapchat angeschrieben. Wir hatten halt schon ein bisschen Kontakt, waren ab und zu ein bisschen draußen, sowas trinken, grillen mit Kollegen und so, weißt du. Deswegen habe ich ihn auch schon gekannt. Hat er mich angeschrieben, ist das okay, wenn ich mit deinem Bruder Videos drehe? Das habe ich ihn gefragt, er wollte natürlich direkt. Und ja, so ist eigentlich das erste Video hier entstanden. Und es ist nicht der kleine Bruder von ihm, es ist auch nicht der Cousin. Und warum es keine Videos mehr gibt, ist eigentlich schon Gottes ehrenlos, sag ich mal. Ob wir den Grund irgendwann mal hier auf YouTube preisgeben werden, weiß ich nicht. Weil ich will niemanden schädigen, so, weißt du, was ich meine? Und ja, keine Ahnung, er war halt immer korrekt, weißt du, auch wenn wir uns zum Schlechten, sag ich mal, getrennt haben. Er war immer korrekt und durch ihn sind wir auch da, man sagen es wie es ist, durch ihn sind wir auch da jetzt, wo wir gerade sind. Ohne ihn wären wir nicht da, aber ich bezweifle auch, dass er ohne John gerade da wäre, wo er jetzt gerade ist, so. Wisst ihr, was ich meine? Es ist ein Nehmen und Geben. Was denn? Das hat direkt gestartet, oder? Jo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Fatih. Heute. Guck mal, da ist der noch so eine Stimme normal gehabt, weil es jetzt riesig voll viel auf das, aber der macht das ja so extra. Heute mal wieder ein Prank, Freunde. Aber nicht an meinen großen Bruder, sondern an meinen kleinen Cousin Jan. Jan ist vor ein paar Tagen zu mir zum Besuch nach Hause gekommen und ich habe bei ihm die 24 Stunden Ignorieren Challenge gemacht. Und Leute, wie das geendet hat, wollt ihr auf jeden Fall nicht wissen. Ihr müsst wissen, Jan ist ein Mensch, der unnormal schnell gereizt ist. Aber Leute, er ist übelst lustig. Ihr werdet ihn auf jeden Fall mögen. Aber bevor das Video anfängt, Freunde, wollte ich sagen, dass ich eine nagelneue PS4 Pro mit FIFA 19 verlosen werde. Seht ihr auf jeden Fall, Freunde. Was fragst du gerade? Wie klein du damals noch warst. Hast du so ein kleines Bäuchlein? Ich bin nicht der Beste in Fortnite. Hä? Nee. Na klar, guck mal, da hast du so ein kleines Bäuchlein. Oh, okay, jetzt nicht mehr. Ich schon ich war schon ein fettes Bäuchlein. Krass, auf jeden Fall diese Insel. Warst du schon bei Loot Day? Hallo. Ich bin schon bei Loot Day. An deinen Haaren hat sich auch nichts geändert, ne? Alter, ich hab jetzt eine Glatze, aber. Ja. Hallo. Da ist ein Gegner, Leute.
nicht mal, dass ich kein homosexualisiert ist. Aber was war da? Soll ich das sagen? Nein, sag nicht, egal, wer das ist. Ich weiß es aber, das ist nicht schlimm, ist aber. Egal, sag trotzdem. Mies. Hast du schon diese Schloss bei Dings gesehen, bei Haunted? Leute, fahren wir direkt eine neue Runde an. Hallo. Er ignoriert mich ja mäßig. Ja. Party. Hey, hallo. Warum? Reagier mal. Darf ich da noch spielen? Ja oder nein? Hallo. Die sechste Season ist unnormal krass, ja. Hier sind irgendwie lila Stellen. Was sind diese lila Stellen? Da sind eigentlich nur so Dings, so totaler Katz und Geil. Was ist? Ich erkläre gerade Sachen, da hört man ja nicht zu. Ja. Du bist so voll motiviert. Ja. Leute, wenn ihr das wisst, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr auf Plays, ja. Das Ding war, ich schwöre, Jan war damals so Fortnite-süchtig, ne? Ich weiß, wie du hast, halt Small tu nicht so, du hast, immer als ich arbeiten war, du hast einfach 12, 13 Stunden lang durchgezogen. Das war Black Ops, das war COD. Wirklich? Nicht Fortnite? Das war, du warst ja, der damals im Dönerladen gab, das wissen ja, glaube ich, alle, da war Fortnite nicht mal so, damals durfte ich nicht mal zocken, so, das hat ja alles, ich habe ja so COD gesuchtet und dann durfte ich nicht mehr, ich durfte ja danach nicht mehr so an der Woche zocken. COD, das war COD, ich habe Sommerferien komplett durchgearbeitet, ich habe bin morgens um 10 nur aufgestanden habe bis du hast bis 22. Ich war erst um 11 oder so zu Hause. Ja, 2, 3 habe ich durchgezockt und ja, das ist die Sommerferien lang. Hat Spaß gemacht. Auf der PS3 damals noch, ne? Ne, PS3, das war noch gar viel früher, da war ich noch in der Grundschule. Okay. PS4 war Ding, Black Ops 3 war das, ich weiß das noch. Ich habe eh nie richtig Hunger bekommen, Leute. Ja, das Mickes. Ich glaube, wir gehen zu McDonald's. Ja. Und der hat dann überlegt. Bitte, nimm ich auch mit. Oh. Das ist ja nicht schlimm, ist ja. Meine Stimme war damals viel heller, ne? Das ist krank. Ja, Leute, auf jeden Fall gehen wir zu McDonald's. Motiviert doch auch noch. Guck mal den kleinen Kopf da an. Er läuft doch so voll motiviert. Junge, ich bin hier. Ich hab unnormal Hunger. Ich weiß, was ich kochen soll. Hallo. Wie du guckst, ich. Party. So Leute, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu McDonald's. Ich weiß noch nicht, was ich kaufen werde, werde ich mir auf jeden Fall gleich schon überlegen. Wie siehst du das an? Hallo, kannst du mir auch was holen? Ich glaube schon mehr McFlurry. Ich will auch einen. Hallo, kannst du mir auch einen holen, bitte? Würde ich sagen, wir sehen uns bei McDonald's wieder. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt bei McDonald's. Hol mir auch was, bitte, ein McFlurry. Der ist unser McFlurry. Hallo. Ja. Hallo, Ihre Bestellung bitte. Was für McFlurries habt ihr? Ja. Hast du jetzt ja gesagt? Ja. Da können Sie mischen. Ich habe so ein Topping. Was machst du mit deiner Zunge? Ja, was willst du? Das ist mal zu mich. Dann einmal Oreo bitte. Bitte? Bitte mich verarschen. Oreo. Einmal Oreo? Ja. Egal, okay, will du mich verarschen, Alter? Was war mein Wunsch? Nein, das war's. Das ist 3,99. Das erste Mal. Alles klar. Immer noch smart. Wie motiviert du was an der Sache? Als wenn das dein Homie wäre. So Leute, schau das hier hin. Ist auf jeden Fall für mich. Boah, ich nehm das jetzt, Alter. Kein Bock mehr. So lecker. Ich hab jetzt auch voll Bock bekommen auf ein Eis. Oh, das ist nach McFlurry. Wo haben wir? Leute, wo ist mein McFlurry? Ich hab mein McFlurry. Ich feier dich, Amix. Für ein Eis. Ich hab deins hier. Wie demotiviert der war. Hä, was redest du? Willst du das Video noch zu Ende gucken, oder? Hä? Oh, ja, du findest das irgendwie voll cringe gerade, ja, ist auch ein bisschen cringe. Aber da gibt's halt nicht viel zu sagen, aber... Ja. Wollten euch eigentlich nur so den ersten Grund nennen. Wie das so alles so entstanden ist mit Fatih damals. Warum es jetzt nicht weitergeht, sagen wir nicht, haben wir gesagt. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr noch mehr Reactions sehen wollt, schreibt in die Kommentare, schreibt, worauf ihr reagiert. Und ich meine, die Reaction war jetzt nicht so nett, weil da kommt man jetzt nicht viel drauf reagieren, um ehrlich zu sein. Das war jetzt eigentlich nur so ein Grund, um zu sagen, warum, wie es damals angefangen hat. Warum es jetzt geendet hat, wie gesagt, sage ich jetzt zum zehnten Mal, sagen wir euch erstmal nicht. Wenn ihr es unbedingt wirklich sehen wissen wollt, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob wir da draushauen werden, ne? Denke ich mal eher nicht, aber ja. Hast du es aber bei mir onstream gesagt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ganz sicher. Egal, da würde ich auf jeden Fall sagen. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö, Mitte. Ciao. Tschüss.